werde am liebsten für immer hier liegen bleiben. Ich auch. Du wolltest mir dieses Kind verschweigen? Ich habe mir nicht anders zu helfen gewusst. Laura, vertraust du mir nicht mehr? Doch, aber ich hatte Angst vor deiner Reaktion, dass du dich zwischen Gregor und mich drängst. Ich wünsche mir so sehr, dass die Therapie Miriam was bringt. Ja, das wünsche ich ihr auch, wirklich. Das ist vielleicht ihre letzte Chance, wieder laufen zu können. Ja, und was heißt das jetzt? Unser Kind, Laura, soll von Anfang an wissen, wer sein leiblicher Vater ist. Ich will, dass mein Kind von Anfang an weiß, wer sein Vater ist. Ja. Sag mal, siehst du nicht, was du damit anrichtest? Laura, die entscheidenden Leute wissen sowieso Bescheid. Trotzdem, wenn das jetzt offiziell wird, das... Alexander, das wird ein Riesenskandal. Das wird ein Wahnsinnsdruck, der auf mir lastet und auf Gregor und auf unsere Beziehung. Wenn eure Beziehung das nicht aushält, dann ist es sowieso... Laura, du machst dir was vor. Dieser Druck, der kommt nicht von außen, der kommt doch von innen, der ist zwischen dir und Gregor, merkst du das nicht? Ihr müsst es aushalten, sonst... Laura, du bist doch der lebendige Beweis. Du hast ein Leben lang geglaubt, dass Peter Mahler dein Vater ist. Und als du herausgefunden hast, dass es nicht so ist, ist für dich eine Welt zusammengebrochen. Willst du das deinem Kind antun? Es muss doch irgendwann Schluss sein mit diesen Lügen. Auch für den Preis, dass wir beide vielleicht ins Gefängnis müssen? Wie wir. Ich war doch auch beteiligt. Bitte denk noch mal drüber nach. Bitte. Du vermisst sie jetzt schon, hm? Ist das so offensichtlich? Ja, das tue ich. Aber Miriams Therapie ist eine gute Chance. Die muss sie nutzen. Ich hoffe nur, dieses neue Verfahren schlägt gut bei ihr an. Ich finde es bewundernswert, dass Miriam einen neuen Versuch wagt. Und sehr mutig. Ich wünschte, ich könnte ihr helfen. Stattdessen werde ich mich wohl in Arbeit stürzen und mich ablenken, bis sie wieder zurückkommt. Ach, die Zeit vergeht so schnell. Du wirst schon sehen. Diese Messe, die du für Mama veranstaltest, ist das so eine Art Gedenkfeier? Ich möchte an Charlotte erinnern und ein paar Worte sagen. Was ist mit dir? Willst du auch etwas über deine Mutter sagen? Nein. Warum denn nicht? Sie wird sich freuen. Nein, ich kann nicht. Es tut mir leid. Du musst natürlich nicht. Warum übermorgen? Sie hat weder Geburtstag noch hat sie Namenstag und es ist kein halbes Jahr her, dass sie abgestürzt ist. Muss es immer einen Anlass geben? Aber übermorgen ist ein ganz besonderer Tag für Charlotte und mich. Ja? Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Das tun Sie aber. Und jetzt raus hier. Mit Betrügern wie Ihnen wollen wir nichts zu tun haben. Warte! Johann, was möchtest du? Das würde ich auch gern wissen. Wie stellst du dir denn das jetzt alles so vor?
konkret. Wie konkret? Naja, weiß nicht, gibt's wieder eins deiner berühmten Familientreffen, auf dem du es dann allen sagst, oder? Und die Angestellten? Betriebsversammlung mit öffentlicher Verkündigung oder eine Anzeige in der Zeitung? Laura, bitte, natürlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es mir noch nicht überlegt. Weißt du eigentlich, wie sehr du uns alle damit erniedrigst? Wir müssen es ja nicht gleich in die große Glocke hängen. Ich finde es einfach wichtig, dass wir nichts verheimlichen. Vor allem nicht unserem Kind gegenüber. Es ist ein Kind der Liebe. Einer sehr großen Liebe. Einer unmöglichen Liebe. Es war ein Fehler, dass wir noch mal miteinander geschlafen haben. Ich liebe Gregor und ich werde mit Gregor mein Kind großziehen und ihn heiraten. Aber ich bin der Vater, verstehst du nicht? Verdammt nochmal, ich darf doch mein Kind lieben. Oh, Gottes Willen, das will dir doch auch niemand wegnehmen, aber du kannst es sehen, so oft du willst. Aber als Onkel, nicht als Vater. Bitte, Alexander, du würdest es uns allen sehr viel leichter machen. Ich kann es nicht. Es geht nicht, Laura. Gut. Bevor du es rum erzählst, lass mich erst mal mit Gregor sprechen, ja? Versprichst du es mir bitte? Ich kann nur immer wieder sagen, es tut mir wahnsinnig leid. Ich hätte mich nie auf diese von Heidenberg einlassen dürfen. Diese Erkenntnis kommt reichlich spät, Herr Gruber, finden Sie nicht? Sie hat mich erpresst. Was hätte ich denn tun sollen? Ja, ja, natürlich. Erst helfen Sie dieser Schlange, meiner Tante, die Anteile am Fürstenhof abzuluxen und jetzt wissen Sie nicht, was Sie tun sollen, oder was? Mein Gott, wenn ich das alles nur rückgängig machen könnte, ich schäme mich so. Elisabeth, wenn ich den Hof verkaufe, kann ich dir den Verlust vielleicht ersetzen. Wenigstens teilweise. Ich würde alles tun, alles, wenn du mir nur verzeihst. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Es geht mich ums Geld. Ich habe dir vertraut. Mehr als jedem anderen. Und du? Ich weiß, ich war so dumm und so feige, das auszunutzen. Gut. Ich gehe jetzt. Ich wollte nur, dass du weißt, wie leid mir das alles tut. Das haben sie oft genug gesagt. Auf Wiedersehen. Vielleicht meint das wirklich ernst. Ich kann ihm trotzdem nicht verzeihen. Es geht einfach nicht. Verstehe ich. Obwohl dieser arme Kerl auch nur ein Opfer ist. Wir müssen dieser Frau endlich das Handwerk legen. Halt dich lieber zurück. Auch wenn sie das Gegenteil behauptet. Sie sieht es bestimmt nicht gerne, wie sich das zwischen dir und Miriam entwickelt. Und wenn du dich mit Barbara anlegst, dann wird es auch nicht einfacher für euch beide. Und das willst du doch bestimmt nicht, oder? Nein, ganz sicher nicht. Kind der Liebe, hat er gesagt. Unser Baby wäre ein Kind der Liebe. Dass Alexander zu diesem Kind stehen will, ist es. Die meisten Männer würden sich an seiner Stelle verdrücken, und zwar so schnell es geht. Er nicht. Er steht zu beiden Kindern, zu meinem und zu Helens. Schluss jetzt, Mann. Ich darf mir darüber keine Gedanken machen, das führt zu nichts. Gregor wird stinksauer sein. Was mache ich denn bloß? Andere Frauen wären froh, wenn sie einen Vater für ihr Kind hätten. Ich habe gleich zwei.
Ja, genau. Wir gehören jetzt 25% des Fürstenhofs. Nein, nein, ich habe eigentlich nicht vor, die Anteile zu verkaufen. Es sei denn, Sie haben eine Idee, wie ich eine bessere Rendite erzielen kann. Da müssen Sie schon ein paar Gedanken machen. Sie sind doch schließlich mein Anlageberater. Genau. Ja, und dann melden Sie sich wieder, ja? Fein. Danke, wiederhören. Robert, hast du mal eine Minute? Eine Minute. Was gibt's? Ich vermisse Miriam. Und seit ihr beiden zusammen seid, da bin ich als Mutter ja völlig abgeschrieben. Oh Gott, ich heule gleich. Ich wünsche mir wirklich, dass diese Therapie endlich hilft. Und dass sie wieder laufen kann. Weißt du, was ich nicht kapiere? Wie schaffst du es, auf der einen Seite so eine liebevoll sorgende Mutter zu sein? Und auf der anderen Seite? So verdammt skrupellos. Du hältst mich für skrupellos. Wie würdest du es denn nennen, wenn man einen unbedarften Bauern dazu benutzt, meiner Tante Anteile im Fürstenhof abzunehmen? So siehst du das? Ja, so sehe ich das. Ich habe nur versucht, deine Tante vor einem noch schlimmeren Fehler zu bewahren. Aber leider war ich zu spät. Ich konnte nur noch dafür sorgen, dass die Anteile wenigstens in der Familie bleiben. Du gehörst nicht zur Familie. Oh, ich glaube doch. Also im Prinzip, wenn sich nichts ändert, dann bin ich gleichzeitig deine Stief- und deine Schwiegermutter. Ah, apropos Familie. Wir werden übermorgen eine kleine Feier. Charlotte zu Ehren abhalten. Ich fände es da ziemlich unpassend, dich zu sehen. Du hast da nämlich nichts zu suchen. Also, wo ich was zu suchen habe oder nicht, das bestimme ich immer noch selbst. Alexander hat sie doch nicht mehr alle, der spinnt doch. Ist ihm eigentlich klar, dass er dafür in den Knast gehen kann? Und du auch? Ja. Und trotzdem will er der ganzen Welt erzählen, dass er der Vater ist. Und du akzeptierst das einfach. Was soll ich machen? Wir müssen jetzt mal überlegen, wie wir mit der Sache umgehen. Nein, verdammt, ich überlege mir gar nichts. Alexander macht, was er will und wir sollen damit klarkommen? Nee, ganz bestimmt nicht. Ohne mich. Wir können ihn ja schlecht zwingen, den Mund zu halten, oder? Ich nicht, aber du. Du könntest ihm ja drohen, dass du den Kontakt abbrichst. Oder dass er das Kind nicht mehr sehen darf. Gregor, das ist unmenschlich. Ja, klar, das ist jetzt unmenschlich. Und das, was er macht, wie nennst du das? Überleg mal bitte, wie das ist. Du siehst dein Kind jeden Tag und darfst ihm nicht die Wahrheit sagen. Ja, klar, ihn verstehst du. Mit ihm hast du sogar Mitleid. Und was ist mit mir? Dich liebe ich. Und genau das versucht Alexander zu hintertreiben. Es geht ihm gar nicht um das Kind. Es geht ihm um dich, Laura. Um uns. Weil er es nicht erträgt, dass wir glücklich sind. Glücklich, ja? Im Moment streiten wir ja wohl nur noch. Da kannst du mal sehen, wie weit er uns schon gebracht hat. Diese ganze Kiste ist so verfahren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir da jemals wieder rauskommen. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Kontrollier mal das Buffet draußen. Kontrollier mal, ob alles richtig macht. Du willst also wirklich rumlaufen und überall rumposaunen, dass du deine Schwester geschwängert hast? Wir haben das x-mal besprochen. Warum machst du jetzt eine Kehrtwende? Ich verstehe dich nicht, Alexander. Ich verstehe dich nicht. Was würdest du an meiner Stelle tun, hä? Ich kann doch nicht einfach akzeptieren, dass ich nur der Onkel sein soll. Nein, stattdessen schickst du Laura in ihr Unglück. Alleine auf einer sechsspurigen Autobahn zu Fuß sozusagen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist doch völliger Quatsch. Ich bin nur der Meinung, es ist besser, wenn wir gleich reinen Tisch machen. Was ist, wenn das Kind irgendwann mal durch Zufall herausfindet, wer sein wirklicher Vater ist? Wenn alle Beteiligten stillschweigen, wie soll er es dann erfahren? Oder was ist, wenn es zwischen Gregor und Laura nicht klappt? Dann steht das Kind plötzlich ohne Vater da. Zwischen den beiden klappt das schon, zumindest wenn du dich nicht dauernd einmischst. Alexander, bitte, du bist kurz davor, einen riesen Fehler zu machen. Nur wenn Gregor offiziell der Vater des Kindes ist, hat das Kleine eine Chance, normal aufzuwachsen. Nein! Miriam? Ja. Entschuldigung. Thank you.
Ich versteh's nicht, erklär's mir. Du wolltest doch auch, dass Alexander nichts mit dem Kind zu tun hat. Er ist ein Onkel. Aber nicht mehr. Darüber waren wir uns einig. Woher kommt jetzt plötzlich dieser Sinneswandel? Warum will er plötzlich der Vater sein, Laura? Hört doch beide mal auf. Ich kann nicht mehr. Es steht mir bis hier. Ja, nein! Ständig soll ich mich für einen von euch beiden entscheiden. Ihr habt doch beide recht. Ich stehe irgendwo dazwischen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Du weißt nicht mehr, was du machen sollst? Ist das so schwer zu verstehen? Das ist allerdings schwer zu verstehen. Weißt du, was bei dem ganzen Hin und Her bei mir ankommt? Dass du dir immer noch nicht über deine Gefühle im Klaren bist. Das stimmt doch nicht. Doch, gib's doch wenigstens zu. Hör auf diesem Thema rumzureiten. Wir sollten jetzt mal überlegen, wie es weitergeht. Ich hab's gerade schon gesagt, ich überlege mir gar nichts. Pass auf, wenn du jetzt auf Stur stellst. Bitte. Wir haben keinen Einfluss darauf, was Alexander tut. Eine Lösung gäb's noch. Wir packen unsere Sachen und gehen weg vom Fürstenhof. Dann sind wir raus aus diesem ganzen Schlamassel. Ach, jetzt nimm doch Robert nicht so ernst. Der redet viel, wenn der Tag lang ist. Aber vielleicht hat er recht. Und ich störe wirklich den Familienfrieden. Unsinn! Wer an der Gedenkfeier für meine verstorbene Frau teilnimmt, das bestimme immer noch ich. Aber ich will niemandem wehtun. Und wenn Elisabeth damit ein Problem hat, dass ich mitkomme, mein Gott, dann... Aber deine Sensibilität und dein Mitgefühl in Ehren. Aber ich habe meine Frau verloren. Und wenn ich bei der Feier eine Stütze brauche, dann ist das einzig und allein meine Entscheidung, wer das ist. Trotzdem, mein Lieber. Man muss doch nicht mutwillig die Gefühle anderer verletzen. Ich will da aber nicht ohne dich hin. Aber du musst. Schon allein, damit Elisabeth nicht wieder sowas anstellt wie auf dem Golfplatz bei der Eröffnung. Also meinst du, sie will die Kapelle auch nach Charlotte benennen? Zuzutrauen wäre sie. Na, da hat die Kirche aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und außerdem weiß ich nicht, ob es in der Kirchengeschichte überhaupt eine heilige Charlotte gibt. Trotzdem, ich möchte, dass du dahin gehst, auch ohne mich. Hm. Warum muss denn alles in meiner Familie immer so kompliziert sein? Denk einfach nochmal drüber nach. Aber ein Krach mit Robert, das ist das Letzte, was ich brauche. Zumal er und Miriam sich ja gerade ziemlich schwer ineinander verliebt haben. Du. Was ist denn los mit dir? Kann ich schlafen? Und ich bin wahrscheinlich schuld. Wenn, dann wir beide. Der Streit und die ganze Situation. Ich will mich nicht mehr streiten. Ich auch nicht. Als ich gerade aufgewacht bin und du warst nicht da, bin ich total erschrocken. Weißt du, ich habe immer Angst, dass ihr eines Tages nicht mehr da seid, du und das Kind. Weg zu Alexander. Das wird nicht passieren. Ich gehöre zu dir. Ich weiß, das ist jetzt eine total blöde Frage, aber ich muss sie dir stellen, sonst macht mich das noch wahnsinnig. Frag. Wäre das auch so, wenn Alexander nicht dein Bruder wäre? Was, ob wir denn zusammen wären trotzdem? Ja. Hör doch auf, dir darüber Gedanken zu machen. Hm.
Ja, bitte. Hallo. Hallo. Störe ich dich? Naja, ich habe eine Menge zu tun. Du warst nicht beim Abendessen und dann den ganzen Tag hast du dich nicht bei mir blicken lassen. Ich dachte schon, du seist gekidnappt worden. Wie gesagt, ich habe viel Arbeit. Das nur das? Nein, nicht nur das. Seit du mir gesagt hast, dass ich der Vater von Lauras Kind bin, habe ich... Denkst du an nichts anderes mehr? Ja. Also wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann... Nein, nein. Schließlich bist du auch der Vater meines Sohnes. Oder meiner Tochter. Was wäre denn lieber? Ich weiß es nicht. Ist mir egal. Ich wollte dir nicht auf die Nerven gehen. Ich wollte nur, dass du weißt, dass ich... Es ist gut. Komm, lass mich einfach hier sitzen. Ja? Ich will nicht reden. Alexander, auch wenn wir nicht zusammen sind, ich will, dass du weißt, dass ich für dich da bin. Es ist eine Ausnahmesituation für dich, das weiß ich. Genau, und deswegen will ich einfach nur hier sitzen. Ja, wie du meinst. Schönen Abend noch. Servus. Frau Sonnenklar, ich hätte gern noch eine heiße Schokolade, aber mit etwas Zimt. Bitte wirklich heiß und nicht lauwarm, ja? Danke. Ist das alles? Oder hätten Sie gern sonst noch was? Also wenn Sie mich schon so fragen, dann hätte ich gerne eine Bouillabaisse, aber eine leichte, ohne diese Croutons, die vertrage ich nicht so gut. Wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Ja, wieso? Ich bin allein. Die Küche ist geschlossen. Also um eine heiße Schokolade zu kochen, da brauchen Sie wohl keine Hilfe, oder? Und die Bouillabaisse stand auf der Karte. Glauben Sie, dass ich hier alles noch mal durcheinander bringe, bloß wegen Ihrer Sonderwünsche? Frau Sonnenbichler, ich glaube, Sie vergessen, wer Sie sind. Sie sind eine Angestellte und ich bin eine Miteigentümerin. Ja. Eine Miteigentümerin, die sich ihre Anteile erschlichen hat. Wie bitte? Machen Sie doch bitte mal Platz. Passen Sie doch auf, mein Gott! Sie als Miteigentümerin müssten doch eigentlich ein gesteigertes Interesse haben, dass die Küche sauber ist. Was glauben Sie, was passiert, wenn die Gewerbeaufsichtsbehörde feststellt, dass hier Schmutzreste in der Küche sind? In welchem Ton reden Sie eigentlich mit mir? Wenn es Ihnen wirklich so schwerfällt, Respekt mir gegenüber zu zeigen, dann schmeißen Sie mich raus. Sie wiederholen sich. Kochen Sie sich doch Ihre Schokolade selber oder was Sie sonst noch wollen. Ich habe Feierabend. Ja, bitte. Herr Saalfeld, morgen ist doch die Messe für Ihre verstorbene Mutter. Ja. Ich wollte Sie fragen, ob Sie irgendwas dagegen haben. Ich meine, ich wäre glücklich, wenn ich auch dabei sein könnte. Ich habe Ihre Mutter ja sehr lange gekannt. Natürlich. Also, das mit dem Dienst ist kein Problem. Ich habe mit Max schon gesprochen, der löst mich ab. Also, das ist alles besprochen. Mhm. Sie sind also einverstanden? Ja, ja, klar. Sie machen das schon, wie immer. Ist irgendwas? Sorgen? Kann man wohl sagen. Hoffentlich nicht mit dem Kind. Bitte? Ihr Kind, Frau Marinelli, gibt's Probleme? Ach so, nein. Dem Kind geht's bestens. Da bin ich aber froh. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Soll ich irgendwas tun? Nein, danke. Okay, danke. Oder doch, vielleicht, Alfons, bleiben Sie einfach mal da.
Was gibt's? Können Sie ein Geheimnis für sich behalten? Entschuldigen Sie, blöde Frage, natürlich können Sie. Bitte, nehmen Sie doch erstmal Platz. Danke. Ich muss einfach mit jemandem reden und da wir uns schon so lange kennen. Ja, seit Sie auf der Welt sind. Es ist so, es gibt da noch ein Kind. Noch ein Kind? Ja, Laura bekommt auch ein Kind. Oh, das freut mich auch. Also für Laura und für Herrn Bergmeister. Ist es ein Problem für Sie? Das Kind ist nicht von Herrn Bergmeister. Sondern? Es ist von mir. Ich bin der Vater. So früh schon und so fleißig. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ich habe total versagt. Du? Ich habe gehofft, Alexander wäre von dieser Schwachsinns-CD abzubringen. Aber keine Chance. Gott, der Typ ist sowas von stur. Hast du doch nichts dafür. Wenn er bloß nicht mein Bruder wäre. Was? Dieses Kind könnte ein Geschenk des Himmels sein. Das ist es doch auch. Ja, aber... Und wie liegt ein Fluch über allem? Das darfst du noch nicht mal im Ansatz denken, ist das klar? Könnte alles viel leichter sein. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Hör auf, so negativ zu denken. Das ist nicht gut für den Kleinen. Oder für die Kleine. Du hast recht. Das Kind ist ein Segen. Egal, wie schwierig alles ist. Ja, das ist die bittere Wahrheit. Ich werde gleich zweimal Vater. Einmal von Helens und einmal von Lauras Kind. Oh mein Gott, Alfons, entschuldigen Sie, das ist ein Schock für Sie. Das wollte ich nicht, wirklich nicht. Nein. Ich sehe Sie ihn doch an. Und wissen Sie was, Sie haben recht, Sie haben absolut recht. Nicht nur, dass ich gleichzeitig mit zwei Frauen eine Affäre habe, eine davon ist auch noch meine Schwester. Nein, genau das ist nicht... Es ist nicht zu entschuldigen, das ist es, ja. Es hätte nicht passieren dürfen. Alfons, alles in Ordnung? Ja, es ist gut. Erzähle ich Ihnen das? Warum kann ich nicht einfach meinen Mund halten? Nein, es war schon in Ordnung. Ich sehe ihn doch an, wem das zusetzt. Es tut mir leid, ich brauchte jemanden zum Reden. Ja, natürlich. Und mit wem sollten Sie sonst reden, wenn nicht mit mir, Ihrem... Ein Freund. Ja. Ja, das waren Sie immer für mich, ein Freund. Sie waren immer für mich da. Schon als Kind. Viel mehr als mein Vater. Ja, ich muss dann wieder. Es ist eine Menge zu tun draußen. Selbstverständlich. Entschuldigen Sie noch mal. Eine Sache noch, Alfons. Ja? Bitte kein Wort zu niemandem. Ja, auch nicht zu Ihrer Frau. Ziege gesagt habe, dass ich sie... Hildegard, wovon redest du? Hat er mich nicht entlassen? Ich muss dringend raus hier. Entschuldigung,
Sie sind falsch verbunden. Kommen Sie bitte mit. Alfons, was ist denn passiert? Naja, ich weiß. Zwischen Barbara und dir, das ist wie Hund und Katze. Ich weiß nicht, der Vergleich hinkt. Hund und Katze können manchmal sehr freundlich zueinander sein. Oh ja, das würde ich mir zwischen dir und Barbara auch wünschen. Zumindest morgen bei der Gedenkfeier für Charlotte. An mir soll es nicht liegen. Du hast nichts dagegen, dass sie mitkommt? Wenn du es passend findest, mit deiner neuen Lebensgefährtin zu einer Messe für deine Frau zu gehen? Verstorbene Frau, bitte, ja? Die erst ein halbes Jahr tot ist. Aber mir ist es egal, mach, was du willst. Entschuldigung, aber Sie sind eine derartige Heuchlerin, wie sie mir wirklich noch nie begegnet ist. Werner gegenüber, da tun Sie so, als wenn Sie nichts gegen mich hätten. Aber hintenrum, da intrigieren Sie, wo Sie nur können. Ich? Was für ein Unsinn! Wollen Sie etwa leugnen, dass Sie die Angestellten gegen mich aufhetzen? Was ist denn das jetzt wieder für eine Geschichte? Ich wollte es ja eigentlich nicht sagen, aber Frau Sonnenbichler war gestern Abend dermaßen unverschämt zu mir. Wie bitte? Und ich glaube kaum, dass sie von alleine so aggressiv war. Es ist wirklich unverantwortlich, wie Sie die arme Frau benutzen und möglicherweise um ihren Job bringen. Ich weiß nicht, was zwischen Ihnen und Hildegard vorgefallen ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Hildegard unverschämt und aggressiv war. Doch, das war sie. Und Sie haben sie dazu gebracht. Ach, das bilden Sie sich ein. Schluss jetzt! Was war denn los? Frau Sonnenbichler behauptet, ich hätte meine Anteile unrechtmäßig erworben. Und das kann sie doch nur von ihr haben. Moment mal, das hat sie gesagt? Ja, das wäre ja auch nicht weiter schlimm. Jeder kann ihr denken und sagen, was er möchte. Aber? Gestern Abend in der Küche, da wollte ich nur eine heiße Schokolade haben. Und Frau Sonnenbichler hat sie mir verweigert. Einfach so. Ich finde das für eine Angestellte unmöglich. Also wenn du mich fragst, dann muss das Konsequenzen haben. Ja, das geht dann wirklich zu weit. Habe ich hereingesagt? Ich muss mit dir reden. Schickt Laura dich jetzt vor? Traut sie sich nicht mehr her? Nein, Laura weiß nicht, dass ich da bin. Ach so. Glaubst du denn nicht? Das ist mir jetzt egal. Für den Fall, dass du gekommen bist, um mich umzustimmen. Keine Chance. Naja, ich hatte zumindest gehofft, wir könnten vernünftig miteinander reden. Du, ich war selten so vernünftig wie jetzt. Okay, wir müssen die ganze Diskussion ja nicht wiederholen. Du bleibst also dabei. Du willst offiziell angeben, dass du der Vater des Kindes bist, trotz allem. Ja. Gregor, ich weiß, wie schwer das ist für dich, wirklich. Es ist für uns alle nicht leicht, aber es geht nicht um uns, es geht nicht um dich, es geht nicht um mich und nicht um Laura, es geht um dieses Kind. Und dann willst du dich vor aller Welt outen? Tickst du nicht mehr richtig? Gregor, bitte, ich möchte einfach alleine sein, ja? Danke. Aber eins muss dir klar sein. Wenn du redest, zwingst du Laura und mich, den Fürstenhof zu verlassen. Bitte? Dann müssen wir irgendwo neu anfangen. Irgendwo, wo uns keiner kennt. Damit wir uns und dem Kind die Schande ersparen. Denk drüber nach. Jetzt musst du deinem Sohn ja wohl die Wahrheit sagen. Nein, ich darf mit niemand drüber reden, selbst mit dir nicht. Warum mit mir nicht? Weil Alexander mich drum gebeten hat. Aber ich konnte nicht anders. Wenigstens mit dir muss ich offen reden können. Aber bitte, Hildegard, du musst schweigen. Ich sag schon nichts. Aber du musst jetzt reden. Er darf nicht länger glauben, dass er Lauras Bruder ist. Ich hätte nicht geglaubt, dass die zwei sich noch so nah sind. Jetzt kriegen die ein gemeinsames Kind. Er muss jetzt wissen, dass du sein Vater bist. Auf keinen Fall, Hildegard. Hast du Angst? Hast du Angst davor, dass er dich verachtet, dass er dich hasst, weil du so lange geschwiegen hast? Aber diese Angst ist doch wohl verständlich, oder? Ja, jetzt holen dich die Fehler der Vergangenheit ein. Außerdem habe ich Charlotte versprochen zu schweigen. Charlotte ist tot.
Ja, gerade deshalb bin ich für immer an dieses Versprechen gebunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Charlotte das gewollt hätte, dass Alexander so leidet. Gut. Selbst wenn ich riskiere, dass Alexander nie mehr ein Wort mit mir spricht. Ach, so weit wird's da nicht kommen. Und ich das Versprechen, das ich Charlotte gegeben habe, breche. Sie würde das verstehen, glaub mir das. Dann ist immer noch die Frage, ob mir überhaupt irgendjemand glaubt. Der Senior hat gesagt, er würde alles abstreiten. Also, wenn der Senior so ein Lügner ist, musst du doch nicht auch einer sein. Und wenn dir keiner glaubt, dann lässt du einen Gentest machen und dann liegt die Tatsache auf dem Tisch. Alfons, du musst jetzt nach deinem Gewissen handeln. Und du darfst dich nicht erpressen lassen. Und schon gar nicht von Werner Saalfeld. Kannst du dir vorstellen, wie wütend der sein wird? Na und? Das musst du schon ertragen. Ja. Aber ich kann das jetzt nicht sofort entscheiden. Ich muss da in Ruhe drüber nachdenken. Dann denk bitte auch darüber nach, dass du mit deinem Schweigen unter Umständen das Glück von Laura und Alexander endgültig zerstörst. Du weißt genau, wie wichtig mir das Glück von Alexander ist. Genauso wichtig wie das von Marie. Also, dann musst du handeln. Du hast doch gerade eben selbst gesagt, es geht um das Wohl des Kindes. Das ist das Allerwichtigste. Und das Kind wird es gut haben bei Laura und mir. Daran zweifelst du doch nicht. Nein, nein, solange es funktioniert zwischen euch. Ja, dafür kann dir natürlich niemand eine Garantie geben. Aber ich liebe Laura mehr, als ich sagen kann. Und ich werde dem Kind der beste Vater sein, den es sich nur wünschen kann. Du bist aber nicht der Vater. Nein, aber willst du dich, mich und Laura deswegen der ständigen Zerreißprobe aussetzen? Siehst du? Dich, mich und Laura. Es geht aber nicht um uns, es geht um dieses Kind. Ja, glaubst du, so eine Situation geht spurlos an dem Kind vorüber? Das leidet doch auch unter den Spannungen. Von den Problemen, die es selbst damit haben wird, dass sein Vater gleichzeitig sein Onkel ist, mal ganz abgesehen. Das können wir ihm ersparen. Ihm und uns. Die Entscheidung liegt bei dir. Warte, Gregor. Ach, Alfons, wo stecken Sie denn? Ich habe einem Gast den Weg zum Golfplatz gezeigt. Entschuldigen Sie. Ach, dafür müssen Sie sich entschuldigen. Ich wollte mal schnell nachschauen, wie sieht's denn mit der Belegung des Golfplatzes am Wochenende aus? Frau von Heidenberg wollte mit Freunden eine Runde spielen. Ja, das dürfte kein Problem sein, bitte. Das ist die Belegung des Tennisplatzes, nicht des Golfplatzes. Oh, Entschuldigung. Alfons, was ist denn los mit Ihnen? Also, wenn es wegen der Geschichte zwischen Ihrer Frau und von Heidenberg ist, dann machen Sie mal keine Gedanken. An Entlassung denkt niemand. Aber sagen Sie doch Ihrer Frau, sie sollte sich in Zukunft ein bisschen mehr zusammenreißen. Ach, meine Frau soll sich ein bisschen mehr zusammenreißen, ja? Ja. Also, von Ihnen brauche ich mir in puncto Familie keine guten Ratschläge anhören. Von Ihnen nicht! Alfons, was ist denn Sie gefahren? Das ist doch hoffentlich kein Virus. Erst verliert Ihre Frau die Fassung, jetzt Sie. Sehr witzig. Kümmern Sie sich um Ihre Familie, da gibt's viel größere Probleme. Kommen Sie jetzt darauf? Das Ganze ist doch eine Heuchelei. Morgen sitzen Sie alle zusammen in der Kapelle und beten für Charlotte. Komm. Ja, ich weiß, das ist in unserer Familie nicht alles in Ordnung. Nicht alles in Ordnung. Das Ganze ist eine einzige Lüge, eine Schande ist das. Charlotte wird sich im Grab umdrehen. Wenn sie eins hätte. Komm, das reicht jetzt! Und was die Tatsache anbelangt, dass Alexander nicht mein Sohn ist. Ja, dazu haben Sie mir Ihren Standpunkt neulich gründlich klargemacht. Sie werden bestreiten, dass Sie schon lange wissen. Gut, dass Sie das begriffen haben. Ja, das habe ich. Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun, Herr Direktor? Nein.
immer nur so unvorsichtig sein und sich mit Barbara von Heidenberg anlegen? Damit lieferst du doch den Vorwand, dich rauszuschmeißen, frei Haus. Na und? Man kann sich doch nicht alles gefallen lassen. Es ist ja lieb von dir, dass du dich für mich einsetzt. Aber dumm. Das mag ja sein. Aber ich kann mich nun mal nicht damit abfinden, dass gewisse Leute immer mit allem durchkommen. Manchmal ist es besser, etwas zu erdulden. Ha, wie bei deinem Johann. Einmal hat er sich mit dieser Schlange eingelassen. Und jetzt ist sein Hof ruiniert, er hat dich verloren. Findest du das klug? Sein Hof war schon vorher ruiniert. Ja, aber ihr hattet einen Plan. Ihr wolltet einen Ferienhof draus machen. Und das hätte auch geklappt. Wir hätten euch nämlich alle geholfen. Ja, hätte, wäre, könnte. Es hat nur an dieser intriganten Schlange gelegen, dass das nicht funktioniert hat. Es spielt jetzt sowieso keine Rolle mehr. Es ist alles vorbei. Auch zwischen mir und Johann. Ah. Elisabeth. Johann hat doch noch einen Platz in deinem Herzen. Das sehe ich dir doch an. Ja, vielleicht. Also, dann kämpf um ihn. Das ist so schwer. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Bei anderen Dingen, da ist mir das immer klar. Aber in der Liebe... Du darfst jetzt einfach nicht resignieren. Wenn das so einfach wäre. Danke. Ist eigentlich noch ein bisschen früh für mich. Mich auch. Außerdem bin ich noch im Dienst. Ja, drückt der Chef mal beide Augen zu. Okay. Na dann. Prost. Auf das Kind. Ja, auf das Kind. Du hast mich angerufen. Was gibt's denn? Ja, du sollst mit uns anstoßen. Bitte sehr. Keine Angst, ist kein Alkohol. Wir beide passen schon auf dich auf. Ihr beide? Ja. Ja, was dagegen? Nee, überhaupt nicht. Wir haben uns geeinigt, ja. Alexander ist einverstanden. Offiziell bin ich der Vater und er ist der Onkel. Was? So schnell? Gregor hat mich überzeugt. Geht schließlich um das Wohl des Kindes und nicht um uns. Im Ernst? Ja. Ja. Dann. Grube. Was wollen Sie denn hier? Sie wissen, wer ich bin? Ja, Sie sind die Frau von Alfons Sonnbichler. Ja, genau. Ja und? Was verschafft mir die Ehre? Also, ich hätte da ein paar Tipps für Sie. Tipps? Ja, ich denke halt, Sie sind jemand, dem man ein bisschen auf die Sprünge helfen müsste. Soll ich ganz offen mit Ihnen reden? Im Moment habe ich von Frauen die Schnauze voll, die mir auf die Sprünge helfen wollen. Sie meinen Frau von Heidenberg. Ich bin da ganz anders. So? Der sind Sie auf den Leim gegangen. Was wissen Sie denn schon? Leider genug. Die Heidenberg hat gekriegt, was sie wollte. Aber Sie und Elisabeth, Sie schauen doch in die Röhre. Wollen Sie das dabei bewinden lassen? Ich habe doch alles versucht. Ich habe mich 100-mal bei Elisabeth entschuldigt, aber sie will nichts mehr von mir wissen. Was ich auch gut verstehen kann. Haben Sie diese Entschuldigung ernst gemeint? Ich würde alles tun, wenn ich die Sache rückgängig machen könnte. Ich habe ihr sogar angeboten, den Hof zu verkaufen. Ich weiß, das wollte sie nicht. Sie kann mir nicht mehr vertrauen. Das Beste wäre, ich würde ihr alles aufgeben und verschwinden. So, nimm mal. Wollen Sie das wirklich tun? Wenn Sie es ernst meinen, wenn Sie Elisabeth wieder zurückgewinnen wollen, dann müssen Sie jetzt mit offenen Karten spielen. Also, Herr Gruber, was hatte die Heidenberg gegen Sie in der Hand, dass Sie bei dieser Schweinerei mitgemacht haben? Vielen Dank, Herr Pfarrer, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen. Ich konnte vorher einfach nicht zu Ihnen kommen. Das ist in Ihrer Situation durchaus verständlich. Naja, also, als eben feststand, dass unsere Hochzeit nicht stattfinden wird, da... Ich musste da erst mal selbst mit klarkommen. Wenn Sie darüber reden wollen,
Lieber Gott, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe ja schon einmal dafür gebetet, dass du es vielleicht so einrichtest, dass Alexander durch einen Zufall erfährt, dass er mein Sohn ist. Diesen Wunsch hast du mir nicht erfüllt. Ist das ein Zeichen dafür, dass ich es ihm selber sagen soll? Auch wenn ich nicht der leibliche Vater bin, ich liebe Laura natürlich trotzdem. Das hat daran nichts geändert. Der Herr legt uns immer wieder Prüfungen auf, mein Sohn. Auch wenn wir deren Sinn nicht gleich erkennen, so wachsen wir doch an ihm. Ja, aber auf die Prüfung hätte ich natürlich gerne verzichtet. Ich verstehe Ihren Schmerz. Aber seien Sie sicher, die wahre Liebe findet immer einen Weg. Manchmal finden wir ja auch in einem Gebet Trost. Nutzen Sie die Gelegenheit. Gehen Sie in die Kirche. Sprechen Sie mit Gott. Bin sicher, das wird Ihnen gut tun. Danke. Soll ich meinem Sohn die Wahrheit sagen oder nicht? Irgendwie muss er doch erfahren, dass er und Laura keine Geschwister sind. Allein schon wegen dem Kind. Auch wenn Alexander mich womöglich dann hasst. Mich, seinen wirklichen Vater. Ich verbitte mir diesen Turm. Also, wir nehmen das jetzt alle nicht allzu persönlich, ja? Sie reden nochmal mit der Ihrigen, ich mit der meinen und dann beruhigen wir es alle. Du bist der Vater von Lauras Kind, du willst dazu stehen und du sollst dazu stehen. Wo ist da der Haken? Musst du nicht zum Essen, ich glaube. Immerhin weiche ich nicht aus. Ja. Ich will eine Erklärung, und zwar jetzt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich habe ein ziemliches Pensum. Ich muss da mal. Worum ging's? Lass mich los jetzt. Du sollst mich loslassen. Dieses Hin und Her, das ist die Hölle für mich. Ich bin doch kein Spielball, verdammt.